Jahr 1980 irgendwas auf der Erde. Alles ist im Arsch. Die Fehler der Geschichte ausbügeln ist die Mission. Das Team Super Temporal Infinite Manipulation Expert Force. Das Ziel, ein besseres Leben. Der Plan, durch die Zeit reisen und verhindern, was nicht hätte passieren sollen. Zum Beispiel Invasion durch die Aliens, schreckliches irgendwas. Und Boybands, die sind ganz wichtig. Konsequenzen, Gott wird wütend. Und jetzt geht's los. Bisschen was übersprungen. Allerdings heiße ich euch trotzdem herzlich willkommen hier in Schnubbis Playground zu einer neuen Folge von Angezockt. Und zwar Super Time Force. Hat gerade Time technisch sehr schön gepasst, obwohl ich dieses Spiel noch nie gestartet habe. Werd einfach mal ins Spiel reinspringen. Spielen, Profil wechseln, passt. Wie man sieht, ist es so ein bisschen pixelig. Spielen das hier auf der Xbox One. Und bin mal gespannt, was das hier ist. Man hat ja eben schon ein bisschen im Intro sehen können. Das Spiel scheint sich nicht allzu ernst zu nehmen. Philadelphia, USA, 1987. Da bin ich ja noch gar nicht geboren. Ich habe es endlich geschafft. Ich habe das Zeitreisen erfunden. Ich lebe hoch. Puff. Das wüsste ich aber, wenn 1987 die Aliens einmarschiert werden. Was zum Teufel ist gerade passiert? Erdbeben, Feuer, eine Roboterarmee. Ich hoffe, dass mein brandneuer Toyota keinen Kratzer bekommen hat. Moment mal, ich habe das Theorem für Zeitreisen entdeckt. Ich kann mein Auto retten und die Welt auch. Ich korrigiere, wir haben das Zeitreisen entdeckt. Und die Welt wird erst in 5,5 Minuten gerettet. Was? Bist du etwa ich? Oh, nein, du bist ich. Nein, du bist ich. Nein, du bist ich. Nur bist du, dass ich das keinen schwarzen Gürtel im Kampfjutsu hat und irgendwas. Du bist die Vergangenheit, Doc. Ich bin die Zukunft. Ich bin ab jetzt Commander Ripitsky Sky oder sowas. Mein Gott, ich habe es wirklich geschafft. Ich habe die Probleme der Raumzeitmanipulation irgendwas. Willst du dafür etwa eine Medaille? Wir haben nämlich 90 Medaillen irgendwas. Alter, nicht so schnell. Warum heißen sie... Boah, ich finde es so assi, diese Pixelschrift zu lesen. Das hatte ich ja im... Dialon oder sowas. Auch schon, diese Pixelschrift ist teilweise echt nicht mein Fall. Ihr könnt ja einfach so mitlesen, ich komme da sowieso nicht mehr mit, weil ich eben das Thema gewechselt habe. Ha, wir haben keine Zeit. Ja, dann bringen wir hier. Stellen wir mal das Team vor. John Rambo ist unser Experte für Kleinwaffen. Schießen ist sein zweiter Vorname. Remy McChillen oder sowas kann einem Vogel aus 100 Metern das Auge ausschießen. Und Steel die Blockersen. Ach du Scheiße, wie schlecht ist der Name denn? Super Time Force. Ja, rettet mal. Wir? LOL! Wohl eher ich. LOL. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen. Bist traurig, dass du später die Welt rettest. Geiles Raumschiff. Wozu fliegen, wenn sie Zeitreisen haben? Oder kann man natürlich nicht durch den Ort reisen? Also Raum und Zeit. Das mobile, sehr schön aussehende Hauptquartier. Könnt ihr glauben, dass dieser nerdige Wissenschaftler mein altes Ich war? Echt gruselig, der Typ. Aber egal.
da dies unsere denkwürdige erste Mission als Super Time Force ist, sollten wir wohl ein paar Übungen absolvieren. Ich weiß, langweilig. Doch obwohl wir aus der Zukunft sind, wo wir die Erde von der Blau, von den blauen Bots, glaube ich, retten, haben wir es jetzt noch nicht getan und sollten uns mit unseren fantastischen Fähigkeiten vertraut machen. Doch dieser Kampf ist schon so gut wie gewonnen, denn sonst wäre ich ja wohl kaum mit all diesen Medaillen dekoriert. Verstehst du? Schieß mal los. Harr, ich bin voll lustige Boss. Nein. Achtung, Soldat. Willkommen beim Space-Bus-Tutorialisator. What the... Ich habe ihn selbst entwickelt. Nicht übel, was? Eigenlob stinkt übrigens. Befassen wir uns zuerst mit den Grundlagen, bevor wir zu den verwirrenden Zeitreisen übergehen. Ganz unauffällig. Daumen hoch. Okay, springen mit Arm. Ah, man kann mit X aufladen und dann ballert er die ganze Zeit hier rum. Ach. Leider, wie auch immer. Der Tutorialisator simuliert einen feindlichen Bloodbout. Nur keine Hemmung am Abzug, mein Freund. Jetzt wird es Zeit, deinen aufgeladenen auszuprobieren. Ist ja nicht so, dass ich das schon gemacht hätte. Deine Raketen mit kaputt geschießt. Gut gemacht, John. Rambos. Oh, jetzt kriege ich das mit, dass das hier eine Hommage an John Rambo ist, okay. Der Groschen viel pfennigweise. Ich muss ein verdammt guter Commander sein, denn du hast alles richtig gemacht. Puh, hier riecht es nach Eigenlob und zwar nicht so knapp. Das war ein echt tolles Grillen bei dir letztes Wochenende in der Zukunft. Was? Letztes Wochenende in der Zukunft? Schon komisch, dass wir 50 gute Freunde sind, obwohl wir uns erst vor 2 Minuten kennengelernt haben. Zeitreisen sind wirklich genial, oder? Ach ja, das Tutorial. Gut, dann probier es einmal deinen Querschläger aus, okay? Bong, bong, bong. Okay, hat auch einen aufgeladenen Schuss. Wie das Mädel aussieht, ey. Oh, herrlich. Dein aufgeladener Schuss kann Wände durchschlagen. Dann schieß mal los. Verstehst du? Schieß mal los. Ich bin voll der lustige Boss. Not. Bam. Oh, das war gar nicht hier los. Die Wände können durchschlagen werden, aber die gehen dadurch nicht kaputt. Okay. Geilo. Ach, da war eine Wand. Deswegen hat sie nicht bewegt. Was geht, Shieldy? Bist du bereit, dieses ganze Üben hinter dich zu bringen? Na sichi. Lade deinen Angriff auf, um die Kugeln dieses falschen Bloodhounds total auf ihn zurückzuwerfen. Ey, total, werf ihn mal zurück voll, ey. Okay. Also gedrückt halten ist halt so ein Reflektionsschild. X drücken ist so eine Art Midi-Angriff. Zeit, eine Schildkugel zu platzieren, indem du deinen Angriff auflädst und genau zur richtigen Zeit loslässt.
haben eine Schildkugel platziert. Okay. Das hat so ein kleines Optionsschild. Ich denke mal, dass man dieses Spiel auch, was ich bis jetzt noch nicht so gesehen habe, im Multiplayer spielen kann. Dann wäre das nämlich ganz cool, die Fähigkeiten zu verbinden, beziehungsweise verbinden zu können. Ich zünde die Zeitdüsen, damit wir etwas über Super Timing und Forcing erfahren können. Halt dich fest, denn das hier wird dich umhauen. Bam! Und das meine ich nicht sprichwörtlich. Oh oh. Vorne kommt so eine Mini-Pistole raus. Während eines Timeout kannst du ein neues Teammitglied wählen und sich seine Angriffe zunutze machen. Wähle Amy Millen und töte mich, bevor ich dich töte. Das ist ein Befehl. Soldat, töte mich. Na gern doch. Amy McMillan. Ja. Hast du das gesehen? Du hast ein Timeout und ein Team-Up durchgeführt. Fett. Anders gesagt, das gerettete Teammitglied wird zu einem Power-Up. Sammelt es auf und ihr erhaltet den Ladeangriff des Teammitglieds. Okay. Ein weiterer Bonus, die Zeitessenz eines Teammitglieds, dient auch als Schild, der eine einen zusätzlichen Treffer abfängt. Ah, jetzt kann ich hier durch Wände schießen und hab die Superfähigkeit, okay? Das ist nice. Also hab diesen komischen Mehrfachschuss da. Obwohl wir die Super Time Force sind, befinden wir uns immer in einem Wettlauf mit der Zeit. Denn wenn die Zeit abläuft, puff, dann lösen wir uns in Luft auf. Oh mein Gott! Drück B, um Timeouts zu benutzen und so viele eurer Ichs wie nötig zu erschaffen. Um diese virtuelle Reality Wall einzureißen und rechtzeitig die Tür zu erreichen. Hab ich nicht. Bevor die hier schießt, mache ich dann einen Bub. So. Okay, ich habe eigentlich gedacht, dass ich dann... mich quasi kurz bevor der hier abballert, abschießt, alles... da rein mache. Kann ich doch zweimal den nehmen. Upsala. So, dass sie alle dann parallel sozusagen draufballern und das Ding dann zerstören. So, mache ich da noch einen, weil der hat irgendwie den effektivsten Schuss, habe ich das Gefühl. Ah, jetzt hat's geklappt. Brauche ich den gar nicht. War der Plan ja doch richtig. Drück B, sobald ihr ein Timeout benutzen und ein anderes Teammitglied einwechseln wollt. Wenn du ein Timeout benutzt und deine Feuerkraft zu vergrößern, kann dir das beim Überwinden schwieriger Bereiche wie diesem helfen. Au. Bevor der stirbt.
mache ich nochmal hier die Amy. Okay, ist doch trotzdem tot. Aber egal. Wenn ich ein Zocker wäre, würde ich dein Leben darauf verwetten, dass du keine Chance hast, hier vorbeizukommen, bevor die Zeit abgelaufen ist. Doch wie heißt es so schön? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Durch ein Timeout und das Zurückdrehen der Zeit werden manchmal diese glitzernden, schwebenden Shards sichtbar werden. Sieh einmal in der Vergangenheit nach, denn ich habe das Gefühl, dass ein Shard dir aus dieser Situation heraushelfen könnte. Schieße auf Shards oder sammle sie ein, um sie zu aktivieren. Sie lassen die Zeit langsamer verstreichen und dann fühlt sich alles so an wie in dem einen Film mit diesem Typen. Du weißt schon. Ja, den Film mit dem Typen halt. Man sollte auch treffen. Vielleicht teilweise zu zielen. Okay, Leute, ich lade eine Kampfsimulation, in der scharf geschossen wird. Jetzt wird es ernst. Ihr habt 60 Sekunden, um das Ende des Schlachtfeldes zu erreichen. Und ihr habt 30 Timeouts. Und wenn ihr keine mehr habt, tja, dann hat es sich ausgespielt. Doch das ist hier kein verdammtes Spiel. Doch, eigentlich schon. Und das wisst ihr auch. Nein, eigentlich nicht. Oh, das ging schnell. Bam, bam. Sehr gut, du hast einen Glore aufgesammelt. Ein Glob, meine ich. Globs sind leuchtende Dinger, die sich aus einer anderen Dimension gelöst haben, als ich das Zeitreisen erfunden habe. Wenn du sie aufsammelst, erhältst du zusätzliche Timeouts. Quasi wie ein Bonus. Fuck. Okay, sie können auch kaputt gehen. Sekunden extra, ein Timeout extra. Oh, tschup. Okay. Scheinbar wird. Entweder geht das irgendwann flöten. Oder die Superkraft kann aus einem raussterben. Timeout. Au. Nehme ich jetzt mal wieder sie. Einfach von sie.
nice zuhören kann. Uhu. Gute Arbeit, ihr habt das gezeigt, dass ihr es drauf habt, in einer echten Kampfsituation mehrfach zu sterben. Ja, das kann ich am besten. Also, lasst uns aufbrechen und die Erde retten, indem wir diesen blauen Bordblechschädeln zeigen, wo der Hammer hängt. Ja, immer noch 1980, Murmeltiertag. 4.21 Uhr, wer steht denn schon so früh auf? Außer mir vielleicht. Boom. Hör zu, das Radar zeigt, dass es in der Straße vor uns nur so von Bloodborne wimmelt. Hier ist der Plan, macht sie alle platt, okay? Und nicht vergessen, drückt B, wenn ihr einen Timeout benutzen wollt. Ein Timeout ist die beste Waffe seit der Uzi. Setzt sie gut ein und macht mich stolz. Kiki, thanks, bye. Ah, schön. Ja, das soll es aber auch gewesen sein, denn ist ja nur ein angezockt und kein ganzes Let's Play. Ich find's eigentlich ganz witzig. Also, abgesehen davon, dass die Schrift wieder so ein bisschen pixelig ist, Grafik ist eigentlich okay, dass es pixelig ist, aber Schrift kann gerne ein bisschen besser lesbar sein. Aber das ist ja nur meine persönliche Meinung. Humor von dem Spiel finde ich recht cool. Mag ja sowieso Spiele, die sich selber nicht so ganz ernst nehmen. Wovon das hier offensichtlich ein Teil ist, mit Kiki, Thanks Bye und so weiter. Ja, okay. Habt ihr ja gesehen. Viele verschiedene Humorsachen. Bisschen schade finde ich, dass man alles lesen muss. Aber das ist für ein Retro-Spiel, beziehungsweise ein Spiel, was zumindest in Retro-Optik daherkommt, eigentlich nicht so sonderlich überraschend und dementsprechend auch nicht so schlimm. Was ich ja auch noch cool finde, ist, dass es zwar ein sehr es macht einen ziemlich einfachen Eindruck. Ich weiß es gerade, nee, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Es macht halt einen simplen Eindruck, dass es halt nicht wirklich umfangreich ist so. Ist aber gar nicht der Fall. Denn dieses mit den Time Force und Kombination von mehreren Fähigkeiten bietet schon ein bisschen Tiefe. Und auch taktische Möglichkeiten, wie man halt die verschiedenen Fähigkeiten der drei Charakterklassen verbindet. Beziehungsweise verbinden kann. Um dann optimal die Zeit, die man hat, auszunutzen. Sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Ich glaube, das ist auch wieder so ein Spiel, was nur so 10 bis 15 Euro gekostet hat. Dementsprechend auf jeden Fall mal einen Blick wert. Ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuschauen und verabschiede mich dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.